So Leute, jetzt gibt's eine kleine Zeitreise und zwar gibt es ein Best of Paluten Vlogs und wir springen zu der Zeit, wo die ganzen UFO-Vlogs entstanden sind. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wart ihr damals schon am Start? Kennt ihr noch die UFO-Zeiten, die ganzen legendären UFO-Vlogs? Wir legen jetzt aber einfach mal los. Hallo. Hallo. Das ist nix. Warum nicht? Weil die sonst kaputt geht. Die geht doch nicht kaputt. Doch. Nein. Ach, das UFO. Voll das Bein getroffen, Junge. Da hatte ich Angst, dass er mich jetzt gleich abwirft. Da, genau. Der Kranke. Ah, das. Das war irgendwo auf irgendeinem Trip. Da habe ich so einen Test gemacht. Oh, nein, nein, das geht nicht. Ey, ohne Witz. Das tat wirklich weh, weil das hat halt ganz gut getroffen. Und das war nicht sonderlich angenehm. Es war aber auch ein bisschen Schreck dabei, weil ich mir dachte, ah, Schmerz. Aber dann ging es eigentlich auch wieder. Dann war alles in Ordnung. Aber ey, das war richtig schlimm. Volle Kanne getroffen. Weil das ist auch, das war wirklich schweres Metall. So ein Schloss ist nicht leicht. Das war der perfekte Comedy-Sketch, Alter. Wer sich ebenfalls hier befindet. Mein Erzfeind. Ach stimmt, das war ein Trip nach Polen, wo auch Hand of Blood da war. Du Dummkopf, ihr seid Feinde, nicht Freunde. Ja, mein Erzfeind Hand of Blood. Mann, wisst ihr, was gerade passiert ist? Oh. Hä? Ah, das war die Kölner Wohnung. Ah. Also, einerseits bin ich froh, jetzt auch vielleicht nicht mehr da, weil ey, die Wände in diesem Haus waren so dünn, man konnte die anderen immer hören. Aber ja, es war schon eine geile Zeit. Also das will ich auf gar keinen Fall missen. Das hat mich auch diese Zeit zu der Person gemacht, die ich heute bin. Und zwar ein Dummkopf. Ich bin so in mein Aufwärmzimmer reingegangen und dann hat sich mein Dingens hier festgehauen. Cool. Ich hätte fast einen Arm verloren, Leute. Zu sagen, hi! Stimmt, das war auch im Pol. Oh nein, das war mein legendäres UFO-Zimmer. Oh, bah! Ihr ist eine Spotze. Junge, war aber auch egal, war ja ein UFO. War wie ekelhaft. Oh, warte mal, bevor ich wieder Ärger bekomme. Oh, da, Hot Wheels. Mega geil. Nice. Das Ding war echt cool. Und es hat Jody tatsächlich als erste, glaube ich, geschafft, da hinten in das Violette reinzuballern. Ah, ja, irgendwie hat es bei Paletto nicht so gut geklappt. Ein Fortschritt. Aber ich, ey, Hot Wheels ist so geil. Oh, Alter. Balance Board. Oh, ja. Was? Läuft. Aber Snowboard? Ach. Everybody goes. dieses zugemüllte Zimmer. Aber ey, man kann sagen, was man will. Und bevor jetzt hier auch jemand sagt, oh, das UFO war ein Fail. Ich sag immer noch, das UFO war eine super, super geile Zeit, die ich auf gar keinen Fall missen möchte. Es lief einiges nicht so, wie es geplant war. Aber mir macht es immer noch Spaß, in alten Erinnerungen zu schwelgen. Ich bin froh, dass ich so viele Vlogs aus dieser Zeit habe, weil es auch schön ist. Es ist wie eine Art Tagebuch. Und hier, wisst ihr noch, hier waren die Burger drin. Damit haben wir rumgespielt. Und da hinten sieht man auch noch eine Nerf Gun. Hier sieht man so eine Carrera-Strecke. Das war einfach super. Das war eine geile Zeit. Also ganz ehrlich. Surfing. Surfing USA. Oh, ich kann Greenscreen hinter dir aufbauen. Dann können wir so. Oh, smart. Oh, guck mal, das ist gekocht wurde so auch. Ich hab mir das noch vorgestellt. Ja, so hab ich mir. Da haben wir das Lebkuchenhaus gebaut. Nein, los mio. Das war so ein Fail. Warte, ich spritz hier mal was. Spritz doch mal bitte was. Hier so eine Linie? Ja. Jetzt mal kurz hier eine Linie hinspritzen, bitte. So genau, ja so. Und dann können wir das hier. Einfach so eine. Die ist Lebkuchenhaus kann ich. Bisschen Couscous. Oh Gott. Oh, ich habe mein Kabel rausgezogen. Das hat niemand gesehen. Oh Gott, jetzt ist er nochmal umgefallen durch die Kamera. Ja gut, das ist natürlich ein bisschen suboptimal. Wir gehen ganz langsam weg. Und tun so, als hätten wir gar nichts gemacht. Was passiert? Jetzt wahrscheinlich was einblenden. Und zwar bin ich während Revis Livestream. Oh, hoi. Oh Gott. Scheiße. Alter, das nimmt das Glas. Ab. Ja, warte, du kommst noch mal rein. Ah, da habe ich Kekse gebacken. Nein, warum?
so Minecraft-Kekse. Die sind nicht so gut geworden. Warum bin ich nur so dumm? Das muss ich mit dem Staubsauger wegmachen. Junge, ich beiß direkt seinen Arm. Da sieht man ihn. Aber der sieht halt. Aber ich meine, die waren lecker. Nein! Aber. Ich habe meine Augen verloren. Oh, man spricht nicht mit Vollmond. Sorry. Ja, sorry. Oh Gott. Ich weiß gar nicht mehr. Das war irgendein. Ich glaube, es war so ein Hearthstone-Placement. Und da habe ich mich als Ork verkleidet. Es sah aber einfach kacke aus. Und bitte schön. Hallo. Es ist Zeit, ein paar Kobolde zu schnitzen. Ach Mann, es ist total warm. Ich sehe nichts. Leute, wo bin ich? Ich muss kurz meine Waffe. Oh Mann. Och, Alter. Maschine, was ich vermasselt hab. Wartet, Leute, ich muss kurz meine Mütze holen. Ach Mann. Sehe ich gefährlich aus? Oder sehe ich selber aus wie so ein Kobold? War ich gefährlich sahst du? Oh Gott. Oh, ich kann aber ein bisschen erschrecken. Stimmt, da haben die beiden Jungs mich gefesselt. Mit dem Klebeband. Stimmt, und Revi hat's mit erwischt. Und dann sind wir quer durchs UFO gelaufen. UFO, ne? UFO. Ja, genau, das meine ich. Oh, das war echt. Ich will wieder gehen. Es ist sie. Ich hab das! Ja, danke schön! Stimmt, das war so peinlich! Ich bin da rausgegangen und dann kam ausgerechnet in dem Moment jemand von oben. Weil ihr müsst verstehen, auch wenn dieses ganze UFO bei uns völliger Quatsch war und viel Spaß, tralala, über uns war eine Anwaltskanzlei. Also wirklich legit. Ja, also, ne? Und weißt du, du denkst, oh, wir haben so ein krasses Büro hier mit unserer Anwaltskanzlei. Und dann gehst du so runter und dann siehst du so Leute, die sich gegenseitig mit Klebeband ein bisschen nerven. Oh. Der dachte sich auch nur, Junge. Was war das? Da kam grad der Nachbar. Und er hat gesagt, oh, sieht gut aus. Und ich habe gesagt, danke. Ey, ich muss das jetzt hier, das Ding irgendwie Mango raustrennen. Aber dazu muss ich das irgendwie... Ja, Palette. Da ist auch wieder der gute Uncle Ben's Express-Reis. Ich sag's euch, bestes Produkt der Welt. Kann ich das hier irgendwie... Ist keine Werbung, aber ich esse den schon seit Jahren. Ich finde den immer toll. Professionellste Kochshow der Welt. Was ist los mit dem Jungen? Hallo, Freunde! Hi, Revi, na? Ich war ja früher da hier als du. Hi, Thomas. Oh nein, das ist festgeklebt. Nein! Ey, ohne Witz. In dem Moment hatte ich richtig Panik. Ich dachte, scheiße, wie kriege ich das jetzt wieder ab? Weil ich weiß, als ich ein Kind war, ist es meinem Cousin mal passiert mit einem, war das Eis oder Laterne? Und der ist halt in Panik geraten und hat das ruckartig gemacht. Und dann ist halt was von seiner Lippe da so hängen geblieben. Und das war echt, also ich glaube, das ist jedem schon mal passiert, aber absoluter Panikmoment. Man sieht auch, das ist null gespielt oder sonst was, Leute. Also das war wirklich... Ich zieh da dran und es klebt halt wirklich. Man sieht das, wie es so richtig da dran klebt. Nicht im Ernst. Und ich dachte nur so, scheiße, oh. Das klebt ein Ast rein, aber ich hatte gerade ein bisschen Panik. Ja, ja. Also straight up. Ist bei mir zu Hause ein Schrank ein bisschen kaputt gebrochen. Also was heißt kaputt gebrochen? Das Problem war... Oh Gott! Oh ja, und da ist auch die Kamera noch kaputt gegangen. Scheiße! Das Stativ vorne. Ist das vorne. Gerade abge... Das benutze ich immer noch für die andere Kamera. Komm schon! Ich würde gerne dieses Buch vorstellen. Das war das Wort, was mir gefehlt hat. Mann, was ist denn los? Hashtag Werbung, auch jetzt bald Donnerwetter Mount Schmeverest. Könnt ihr euch jetzt schon vorbestellen. Ich habe auch nichts bestellt. Oh. Warte mal. Reingeguckt. Oh, scheiße. Da habe ich ein Snickers-Eis. Wirklich gut. Dafür musste ich nur tanzen. Okidoki. Alter Schwede. Der feierliche Moment. Okidoki. Möchtest du deinen zuerst essen? Ich weiß jetzt nicht, ob es so feierlich ist. Stimmt, da haben wir so Asia-Dinger gebaut. Hier. Zack. Die waren echt eklig. Was ist denn da?
Ja, war okay, ne? 2, 1. Ja! Ja, nein! Oh mein Gott! So, Leute. Falls ihr mich buchen wollt, ach Gott, für eure Halloween-Party. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sage. Irgendwie habe ich mein Gesicht geschminkt. Oder vielleicht wegen eine schöne Halloween. Weihnachtsfeier, wo ihr Blut braucht. Dann mietet mich. Unter der unten in der Videobeschreibung verlinkten Telefonnummer. Denn dort sind Smurfs und mein Instagram-Account verlinkt. Smurfs steht kurz vor der Million. Bitte, bitte auf Instagram folgen. Folgt uns bitte auf Instagram, Leute. Damit wir ja, folgt mir bitte auf Instagram. Da ist ich Schmink-Tutorials machen können. Warte mal, guck mich nach unten mal kurz an. Solche tollen Schmink-Tutorials. Ach, Mann, ey. Ja. Geile Zeit. Okay, Leute, lasst eine kleine Bewertung da, wenn euch diese Scheiße auf dem Video gefallen hat. Es ist nicht ganz so, es hat nicht alles so geklappt. Wirklich ohne Witz, es brennt wirklich. Und ich weiß nicht, ob meine Haut irgendwie... Also ja, meine Haut ist bei sowas aber auch immer echt empfindlich. Schluss, ja. Habt noch einen schönen Tag, lasst eine Bewertung da. Schaut bei Smurf vorbei, haut rein. Ciao, ciao. Kurze Zeit später... Du das jetzt abkriegst, ist die Frage. Das ist jetzt mal ganz kurz. Eigentlich wollten wir das Video hier beenden, aber meine Damen und Herren, es geht aber nicht ab. Bin ich so nach Hause gegangen? Ich darf das ja nicht im Mund bekommen. Okay, aber meine Hände sind total rot. Das erinnert mich daran, wie ich das eine Mal mit Donald Trump, ich hatte ja so eine Figur durch Köln gelatscht bin. Junge, das war peinlich. Was ist denn los mit dem Jungen? So bin ich hier fertig gemacht. Ja, sieht natural aus, Alter. Und dann wünsche ich euch beiden. Ja, wir zwei, die zugucken. Danke, Paletto. Die zwei Leute, die zugucken. Haut rein. Ciao, ciao. Es tut mir wirklich leid. Das ist echt heute ein kleiner Fail. Aber ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ja, ich abonniere trotzdem und lasse ein Like da, Palette. Danke. Vlog her. Tschüss.